Okay, lasst uns mal aufschlagen zum Galaterbrief, Kapitel 3. Wenn ihr dahin aufschlagt, sage ich euch was. Es geht heute um Bewahrung vor Krankheit, so heißt meine Botschaft. Okay? Bewahrung, wie man das verhindern kann, Krankheit. Wir sind in der Herbstzeit. In einigen Wochen fängt der Winter an und jetzt ist Übergangszeit, es ist nass, es ist kalt. Es ist gut, wenn man seine geistlichen Antikörper ein wenig auffrischt. Auf jeden Fall habe ich das ganz fantastisch empfunden, als ich das mal studiert habe, habe einige neue Dinge gesehen beim Studieren, die ich euch heute unter anderem mitteilen möchte, sind eigentlich gar nicht so gewaltig neu. Es ist nur, der Unterschied ist, du weißt was und dann weißt du was, nachdem es Klick gemacht hat. Da ist der Unterschied, stimmt's? Du weißt was und irgendwann macht es Klick und dann sagst du, ach so, hast vielleicht schon tausendmal gehört, aber irgendwann macht es Klick und dann hast du einen Vorteil. Dann ist die Erkenntnis, die du gehabt hast, Offenbarungserkenntnis geworden. Und es ist die Erkenntnis, die du haben willst, denn die verändert dein Leben. Kopfwissen ist es nicht unbedingt, sondern es ist mehr das Herzenswissen. Ja, wenn deine Überzeugung oder wenn dein Gedanke zu einer Überzeugung, zu einer Gesinnung, zu einer Offenbarung geworden ist, dann ist da ein Unterschied. Okay, jetzt traf sich so, dass am Montag, an einem der letzten Montage und auch am Mittwoch in unserem Gebetsbibelabend nochmal jemand gekommen ist und gemeint hat, meine Mutter ist älteren Datums, ist schon über 80 und leidet seit einiger Zeit, ganz schlimm eigentlich, ist von neuem geboren, die Frau hat mit ihrer Mutter gebetet, die Mutter ist also von neuem geboren gewesen, ja, aber sie konnte irgendwie nicht sterben. Und schau, der Herr hat uns 70, 80 Jahre verheißen und dann ist es an der Zeit, loszulassen und sich vorzubereiten auf das, was danach kommt. Sagen wir mal einen Amen. Ja, weil irgendwann ist es einmal, versteht, hast du mal alles mitgemacht und erlebt und dann langt's. Dann bist du alt und der Tag ist satt und dann ist eigentlich die Zeit, wo du dich vorbereiten solltest, zum Herrn zu gehen. Dann sind andere Dinge wichtig als mit 30 oder 20. Ja, oder mit 15 oder 16. Was sind da für Dinge wichtig? 15, 16 ist ganz anders als 50, 60. Naja, auf jeden Fall war es so, dass die Mutter dieser Frau nicht sterben konnte. Und dann fragst du dich natürlich und denkst dir, warum dieses körperliche Leiden und warum beruft sie der Herr nicht ab? Und durch Gespräch und durch Nachdenken kamen die drauf, dass da seit vielen Jahren ein Riss ist zwischen einem Familienmitglied und dieser Mutter. Und nach, ich denke, was ich gehört habe, 30 Jahren, nach 30 Jahren ungefähr oder wie lange auch immer, hat dieser Bruder, denke ich, war das, sich aufgerafft, man hat ihn angesprochen und er ist zu seiner Mutter gegangen. Die haben sich miteinander unterhalten, die haben sich miteinander versöhnt. Sonja, stimmt's? Sonja ist jetzt nämlich da. Bitte? Nach fünf Jahren haben sich die versöhnt, haben sich die ausgesprochen, haben sich öfter getroffen, war jetzt wirklich alles im Reinen. Und dann ist das Gebetsanliegen an uns herangetragen worden. Bete doch, dass die Frau heimgeht zum Herrn. Und wisst ihr, was passiert ist? Nachdem die sich versöhnt haben, wenige Tage danach, ist sie tatsächlich zum Herrn gegangen. Das war es zwischen einer seligen Ewigkeit stand und zwischen dem, was einer holprigen Ewigkeit stand. Das hat sich nochmal gegeben, das ist nochmal ausgeglichen worden. Da hat nochmal Vergebung stattgefunden, preis dem Herrn, richtig manifest. Und dann war die Frau bereit, loszulassen und heimzugehen. Finde ich sehr interessant. Sowas gibt es auch. Okay, wenn wir also von Bewahrung von Krankheit reden, dann ist man muss da auf standardisierte Antworten zurückkommen. Denn es gibt einfach zu viele Einzelfälle. Wenn du die ganzen Einzelfälle mal anschaust, dann findest du raus, dass es schon meistens an der einen oder der anderen Sache liegt, von der man so angenommen hat. Weißt du, man kommt dann doch immer wieder zum Standard zurück. Es gibt einen Grund, weshalb es Standardantworten gibt, weil die oft eben passen auf die allermeisten Fälle. Manchmal nicht, stimmt, muss man ein bisschen tiefer graben, aber meistens findet man schon Hilfe, wenn man sich die wichtigsten Dinge anschaut. Okay, lasst uns nochmal Galaterbrief Kapitel 3 lesen und Vers 13. Mittlerweile müsste man diesen Vers kennen. Da heißt es nämlich, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Was ist der Fluch des Gesetzes? Nach dem Sündenfall, als Adam seine Krone dem Teufel übergeben hat,
haben andere Gesetze begonnen zu herrschen auf der Erde. Der Tod hat Einzug gehalten auf der Welt. Krankheit hat Einzug gehalten auf der Welt. Dass die Katze die Maus jagt und ihre Zähne in sie hineinhaut, diese Dinge, haben dort ihren Anfang. Dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt, diese Dinge gehören alle zum Fluch, okay? Zum Fluch des Abfalls von Gott, zum Fluch des Gesetzes. Der Gesetzesfluch ist ausbuchstabiert und der Segen übrigens auch in 5. Mose 28. Für diejenigen, die erst jetzt dabei sind. Jesus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. In drei Worten zusammengefasst, der Fluch ist Armut, Krankheit und Tod. Gott hat zu Adam gesagt, ganz am Anfang, wenn du von dem Baum isst, von meinem Baum isst, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann wirst du sterben, heißt es da. Sterbend wirst du sterben. Bedeutet, du wirst anfangen zu sterben und es wird ein Prozess sein, bis du zum Schluss zum Staub wirst oder zur Asche wirst, zum Staub zurückkehrst, von dem du genommen bist. Okay? Dieses sterbend Sterben, das nach dem Sündenfall stattgefunden hat und begonnen hat, dieses Altern, dieses Verderben, dem die Schöpfung unterworfen ist, das ist der Fluch des Gesetzes. Die ganze Welt, sagt das Wort Gottes, liegt im Argen. Wisst ihr, was das Wunder ist? Dass nicht mehr passiert. Das ist nämlich die Sache, die Langmut Gottes und überhaupt. Wir, die ganze Menschheit, befindet sich in der Situation, dass wir uns in der Wüste befinden. So wie Israel seinerzeit. Israel ist mit Hunderttausenden von Leuten durch die Wüste gedappt. Diese Wüste war voll mit Schlangen und voll mit Skorpionen. Aber wisst ihr was? Die Schlangen und die Skorpione haben dem Volk Israel nichts gemacht. Wisst ihr warum nicht? Weil da eine Wand aus Feuer quasi um die herum war, geistliche Kräfte dieses Schlangen und Skorpione abgehalten haben. Nur wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt haben, die Israeliten, sind die Schlangen und Skorpione, die ganze Zeit da waren, die natürlichen Einwohner der Wüste waren, die Wüste lebt, wisst ihr? Gekommen und haben Israel gestochen und gebissen. Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Und bei uns ist es genauso ein Wunder, dass nicht mehr passiert auf der Welt hier unten. Diese ganze Welt, meine Damen und Herren, liegt im Argen. Es hat Gott nicht gefallen. Er hat den Menschen einen Ausweg aus diesem selbstverschuldeten Szenario, Problemszenario eröffnet. Er hat Jesus gesandt, der hier uns loskauft mit seinem Blut am Kreuz von dem Fluch des Gesetzes, von Armut, Krankheit und Tod. Diese Dinge, die haben wir schon ein wenig besprochen in den letzten paar Sonntagen, wenn ihr euch erinnern wollt. Okay, ich behaupte jetzt einfach, dass Krankheit wie Sünde etwas Geistliches ist. Und Jesus mit der Sünde der Menschen und mit der Krankheit der Menschen beladen worden ist, und die an den Ort des Gerichts getragen hat seinerzeit, für uns getragen hat, für uns gelitten hat und gestorben ist. Wir erinnern uns an die ausdrücklichen und glasklaren Aussagen aus dem Wort Gottes, im Neuen wie im Alten Testament. Du kannst es in Matthäus Kapitel 8, denke ich, Vers 17 nachlesen und du kannst es in Jesaja Kapitel 53 nachlesen. Wahrlich, er trug unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Das sind im Hebräischen ausdrückliche, eindeutige Krankheitsbegriffe und Schmerzbegriffe. Da kannst du nichts deuten. Es ist nicht, ja, die geistlichen Krankheiten, die auch, die hat er auch getragen. Die nennt man Sünde, die hat er zusätzlich getragen. Versteht ihr? Uns ist es nicht wirklich bewusst. Wir wissen es vielleicht. Wir hören diese Dinge und es klingt alles spitze. Aber das muss zu einer Offenbarung in unserem Herzen werden. Die Sache ist die, dass Gott die Menschen nicht krank macht. Es ist so, dass die Menschen sich aus Gottes Schutz heraus begeben und dann werden sie krank. Es ist ausdrücklich immer wieder im Neuen Testament gesagt, dass der Verderber die Menschen krank macht und so weiter. Kannst du nachlesen, zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 10. Murrt auch nicht, heißt es da, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Nicht von Gott, vom Verderber. Und du siehst, wie oft, ja, dass Israel gemurrt hat und dann sind Krankheiten ausgebrochen und verschiedene dieser Dinge passiert. Also Murren ist nicht so gut, wobei ich mir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen habe. Ich habe schon jetzt einen der Auslöser für Krankheiten angesprochen. Jesus hat uns von Krankheit befreit. Und ich behaupte jetzt,
habe ja schon ein bisschen dargelegt, ja, mit Israel in der Wüste, Schlangen, Skorpione, die sie nicht angegriffen haben. Du kannst dich in einer Umgebung voller Keime, voller Krankheiten bewegen und selber nicht krank werden. Du kannst tatsächlich in einer Umgebung, in der die Pestilenz tobt, sein und dich erwischt es nicht. 1000 fallen zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken, dich erreicht es nicht. Psalm 91 gibt's. Ich habe danach gelesen, ein Prediger, ein berühmter Prediger, der eine ganze Denomination gegründet hat in kurzen Jahren, am Anfang des 20. Jahrhunderts in Südafrika. John Lake heißt der, ein Kanadier. Der ist nach Südafrika und hat dort einen gewaltigen Heilungsdienst gehabt, einen apostolischen Dienst. Der hat Gemeinden gegründet, hat Hunderte und Tausende von Predigern ausgebildet. Phänomenal, phänomenale Erweckungszeit. Ein Mann wie Paulus damals. Na, es war eine anstrengende Zeit für ihn, Blut, Schweiß und Tränen, aber gleichzeitig war es wirklich apostolisch, muss man sagen. Ihr müsst mal die Biografie von ihm lesen, gibt es auf Deutsch, soweit ich weiß, nicht. Aber wenn du Englisch kannst, John G. Lake ist ein lesenswertes, also es ist absolut lesenswert. In Südafrika ist, als es noch englische Kolonie war, mal die Pest irgendwo ausgebrochen. Die Engländer, wie gesagt, die waren ja die Kolonisatoren, die haben ein Evakuierungsschiff, ein Hospitalschiff an die Küste gefahren, um dann Ärzte zu bringen, damit man da was macht dagegen. John Lake ist unter diese kranken und sterbenden Leute gegangen und hat gesagt, wir können, ihr lieben Wissenschaftler, ein Experiment machen, wenn ihr wollt. Ihr werdet feststellen, dass wenn ich von dem Schaum, der von dem Mund vor dem Toten ist, wenn ich den auf meine Hand tue, dass die Bakterien, wenn sie meine Haut berühren, wenn sie meine Hand berühren, sterben werden. Die Wissenschaftler haben gesagt, du bist ja total verrückt, Lake, du spinnst ja. Da hat jemand, nein, schaut mal. Dann hat er tatsächlich diese Saliva da, ja, von dem Mund, von so einem Toten oder Sterbenden genommen. Die haben tatsächlich gesehen, dass da Bakterien wüten und so weiter, bis sie ihn berührt haben, dann sind die abgestorben. Das war ein Mensch, der in der Offenbarung dieser Dinge gelebt hat. Sowas gibt es nicht immer, sowas passiert nicht dauernd, aber es gibt's. Und der Herr möchte, dass wir unser Denken ein wenig expandieren, ausdehnen und sowas in den Bereich des Möglichen, in den Bereich der Möglichkeiten wähnen. Sag mal jemand Amen. Okay, diese Dinge gibt es tatsächlich. Und der Herr möchte, dass wir so leben. Darüber muss man geredet haben deswegen. Der Herr hat uns verlöst von Armut, Krankheit und Tod. Und du kannst dich in einer Umgebung voller Keime bewegen und nicht selber krank werden. Markus Kapitel 16, Vers 18. Weiß irgendjemand, was da steht? Ich sag's dir. Wenn sie etwas Tödliches trinken, würde es ihnen nicht schaden. Das sind die Zeichen, die den Glaubenden folgen werden. Okay, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das heißt jetzt nicht, wenn sie vorsätzlich was Tödliches trinken. Es ist nicht eine Einladung, hier eine Vorstellung zu geben. Ja, zu sagen, meine Damen und Herren, in diesem Glas befindet sich HCl, also Salzsäure. Ja, und damit ihr auch glaubt, dass es wirklich so ist, tue ich jetzt einen Regenwurm rein. Dann lässt du einen Regenwurm rein. Zisch, blubbe und weg ist er. Dann sagst du, und um euch zu zeigen, dass Markus 16, 18 wahr ist, trinkst du das. Ich sag dir, wenn du das tust, na, geht's dir wie dem Wurm. Okay, so hat der Herr sich das nicht gedacht. Aber es gab schon Situationen, wo sie was Tödliches getrunken haben oder wo ihnen was passiert ist und es hat ihnen nicht geschadet. In der Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 5. Paulus wird gebissen von einer Giftschlange, nachdem er dem Meer entronnen ist. Er hat Schiffbruch erlitten. Er kommt in Malta an, das ist ein kiesiger Strand. Ich weiß das, weil ich selber schon dort war. Und Schotter und so weiter, da gibt es dann eine Kapelle, die heißt St. Paul Shipwreck Church. Das heißt die St. Pauli Schiffbruchkapelle. Am Ort, wo er gestrandet ist, versteht er? Und dann haben sie damals, weil es geregnet hat, ein Feuer gemacht und aus dem Unterholz ist eine Schlange gekommen, zack, hat sich an ihm seine Hand hingehängt. Und die ziemlich abergläubischen Einwohner der Insel, die haben gemeint, oh, die Göttin der Rache, die lässt ihn nicht leben. Er ist dem Meer entkommen und jetzt hat sie eine Giftschlange gesendet, damit er nicht überlebt. Und was macht Paulus? Der lächelt, schüttelt die Giftschlange ins Feuer ab. Und es passiert ihm nichts Schlimmes. Er schwillt nicht auf, die Zunge läuft nicht blau an und steht ihm zum Mund raus und er fällt nicht um. Ist alles prima. Und dann ändern sie wieder ihre Meinung und sagen, er ist ein Gott. Und wenn sie mal von dir denken, dass du ein Gott bist, dann kannst du ziemlich leicht bepredigen.
dann hören sie dir zu. Und das hat Paulus gemacht und auf die Art und Weise hat sich die ganze Insel Malta bekehrt. Er hat übrigens auch Heilungsgottesdienste gemacht und so. Was jetzt zu weit führt, wollen wir jetzt nicht ansprechen. Aber wir halten mal fest, Paulus ist von einer Giftschlange gebissen worden. Der hat kein Gift getrunken, sondern der ist so halt mit Gift injiziert worden, hat es überlebt, war kein Problem. Sprüche Kapitel 18, Vers 14. Da heißt es, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit. Oder, man kann dieses Wort erträgt auch übersetzen mit, versorgt ihn in seiner Krankheit oder bewahrt ihn vor Krankheit. Habt ihr das gehört? Sprüche 18, 14. Eines Mannes Geist bewahrt ihn vor der Krankheit. Kommt also ein bisschen auf deinen Geisteszustand an. Damit meine ich jetzt nicht Wahnsinn oder so, sondern, versteht Wahnsinn oder Nüchternheit, meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich deinen geistlichen Zustand. Offenbar kannst du dich so im Einklang mit Gott befinden, dass dich dein Geist, und das gilt natürlich für Frauen ganz genauso, dich vor der Krankheit bewahrt. Der Vers geht nur weiter. Aber ein niedergeschlagener Geist, wer richtet den auf? Da möchte man doch meinen, dass Niedergeschlagenheit ein bisschen was mit Krankheitsanfälligkeit zu tun hat. Oder nicht? Schon, oder? Okay, eines Mannes Geist bewahrt ihn vor der Krankheit, aber ein niedergeschlagener Geist, wer richtet den auf? Offenbar will der Herr nicht, dass wir niedergeschlagen sind. Offenbar ist es nicht Gottes Wille, dass du niedergeschlagen und getriezt und getreten durchs Leben gehst. Offenbar ist es gut für dich, wenn du einen starken Geist hast, wenn du die Einstellung hast, hey, können wir das schaffen? Jo, das schaffen wir. Erinnert sich noch jemand? Ja. Sprüche Kapitel 10, Vers 2. Gerechtigkeit heißt da, rettet vom Tod. Und Krankheit ist ein Bestandteil vom Tod. Krankheit ist Sterben auf Raten. Und dann bist du tot, wenn du lang genug gestorben bist, auf Raten. Gerechtigkeit rettet vom Tod, demnach rettet Gerechtigkeit auch vor Krankheit. Was ist Gerechtigkeit? Leute, das haben wir uns schon erarbeitet. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist nicht nur gerecht gemacht. Ist nicht so, dass Gott dich halt so gerade so reinlässt in den Himmel, wenn du Christ bist und ein Bekenntnis zu Jesus gemacht hast, sondern vielmehr ist es so, dass du die personifizierte Gerechtigkeit Gottes bist. Wenn du Gerechtigkeit Gottes bist, also wenn du so gut bist, wenn du die buchstäblich personifizierte Güte Gottes bist, hast du dann ein Recht, in den Thronsaal Gottes zu gehen? Eigentlich schon. Hast du dann ein Recht, freimütig zu sein? Eigentlich schon. Hast du dann ein Recht darauf, Hilfe zu erwarten? Rechtzeitige Hilfe? Eigentlich schon, ne? Kommt es dann darauf an, wie du dich fühlst? Eigentlich überhaupt nicht. Du kannst dich fühlen wie Elia, wie der Hinterletzte, wie ein Loser, wie ein Versager. Das hat überhaupt nichts mit einer Fähigkeit, Gebetserhörung zu tun, zu bekommen, zu tun. Sag mal mit mir. Gottes Kraft wird in der Schwachheit stark. So ist es gemeint. Du fühlst dich vielleicht nicht besonders geistlich, nicht besonders gläubig, nicht besonders stark, nicht besonders überwindermäßig. Du bist trotzdem, sag mal trotzdem, die Gerechtigkeit Gottes in Christus, hast deswegen, weil du Christ bist, weil du in Christus bist, weil du gewaschen bist im Blut Christi, Zugang zu Gott und kannst deswegen Gebetserhörungen haben. Und darum geht es eigentlich. Es geht mir eigentlich die allermeiste Zeit hier darum, dass du ein vollmächtiges Gebetsleben hast. Wisst ihr, ich muss wirklich sagen, ich habe das meiner Frau diese Woche gesagt. Ich habe so auf die letzten 15 Jahre zurückgeblickt und habe mir gedacht, hey, eine Gebetserhörung nach der anderen. Dinge, die ich als Ziel hatte, die ich von Herrn gebracht habe, die sind tatsächlich passiert. Und zwar in dem Zeitrahmen, den ich mir gedacht habe. Es hat funktioniert.
Bei manchen Sachen hat es etwas länger gedauert. Ihr wisst ja, Wunder dauern etwas länger. Bei manchen Sachen ist es tatsächlich so gewesen, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber der Herr hat meine Gebete ernst genommen. Und ich sehe, dass egal wie ich mich jetzt groß fühle, wie ich drauf bin, was meine inneren Vibrations gerade sind, ist wirklich nicht so wichtig. Ich stelle fest, Gott erhört mich trotzdem. Das ist gut, das ist super. Das ist eine wunderbare Sache. Mein Anliegen ist jetzt für mich persönlich, mein Ziel ein bisschen ist, ein bisschen so drauf zu kommen wie Elisa, der Mann Gottes. Ich habe über den ein Buch geschrieben, kannst nachlesen, das ist nicht besonders dick. Du weißt dann also ziemlich schnell ziemlich viele Sachen über ihn. Halleluja. Dem ist praktisch auch jedes Gebet erhört worden. Das ist fantastisch. Wenn du weißt, du hast einen starken Verbündeten im Himmel und auf der Erde, nämlich Gott. Du lebst anders, es ist viel besser. Wisst ihr, wenn man ein paar Gebetserhörungen erlebt hat, dann geht man von selber in die Gebetskammer, dann muss einen niemand mehr dazu auffordern. Dann denkst du, okay, worüber könnte ich jetzt mit ihm reden? Was könnte ich jetzt vor ihn bringen? Und dann kannst du das machen, preis dem Herrn. Okay. Erst bestimmte Auslöser lassen bestimmte Krankheiten wirksam werden. Oder erst bestimmte Auslöser lassen gegenwärtige Krankheiten wirksam werden. Bestimmte Auslöser lassen die Schlangen und die Skorpione in dein Lager kriechen. Und wir sprechen heute Morgen von Krankheit. Wir sprechen nicht von anderen Menschen. Jesus sagt, dass es vorkommen kann in Familien, dass 3 gegen 2 und 2 gegen 3 sind, wisst ihr? Und des Menschenfeindes sind seine Hausgenossen. Solche Dinge gibt es, dass du Schwierigkeiten mit Personen hast. Das ist eine Sache. Da müssen wir nachher vielleicht noch ein wenig drauf eingehen. Kommen wir mal drauf. Da müssen wir dann wissen, wann wir uns Sorgen machen können und das einen Wert hat und wann wir das nicht müssen. Okay, lass mich wieder zurückgehen zunächst einmal zur Krankheit. Ganz, ganz wichtiger Satz. Erst bestimmte Auslöser lassen gegenwärtige Krankheiten wirksam werden. Wie viele von uns wissen das? Dass die Deutschen zum Beispiel zu 90% des Herpes-Simplex-Virus in sich tragen. 90% aller Deutschen haben Herpes-Simplex-Viren in sich. Das sind Viren, die dir Bläschen am Mund und so weiter verursachen und an allen Stellen der Haut. Aber die brechen einfach nicht aus. Dieses Herpes bricht nicht aus. Allerdings habe ich festgestellt, bei manchen Verwandten von mir in der alten Zeit, als ich noch daheim gewohnt habe, wenn es da auf der Arbeit Stress gab oder sonst irgendwo Stress gab, konntest du damit rechnen, die Person hat plötzlich pump einen Ausschlag auf den Lippen gehabt. Die Person hat es selber gewusst. Wenn ich mich aufrege oder wenn irgendwie Stress ist, bricht dieses Zeug aus. Was sagt uns das? Dieses Herpes simplex, das wahrscheinlich du auch hast, ja, bricht einfach nicht aus. Es sei denn, bestimmte Bedingungen sind erfüllt. Es kann sogar noch viel wilder zugehen, ja, dass Borreliose zum Beispiel vorhanden ist in dir und du weißt es gar nicht. Irgendein Zeck hat dich gebissen in der Kindheit, na, den haben sie dir entfernt und seitdem ist Borreliose in dir drinnen, bricht aber einfach nicht aus. Ist zwar da, aber macht nichts. Man hat sogar Fälle gefunden an manchen Stellen von AIDS, vom HIV-Virus. Die Leute waren HIV-positiv, hatten keinerlei Manifestationen von Krankheiten oder so. Die sind einfach nicht krank geworden. Das war zwar in ihnen drinnen, wohlgemerkt, ohne das irgendwie mit retroviralen Krankheiten, Medikamenten die Krankheit irgendwie beherrschen zu wollen. Ohne Medizin jetzt. Hat man diagnostiziert, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Fall war, war in Europa irgendwo. Und ist einfach nicht ausgebrochen. Ich denke, es war in Spanien. Die haben das dann, das war eine Frau, die sich angesteckt hat, ja, mit irgendeinem Heini. Die haben die beobachtet und so weiter. Über lange Zeit ist nichts passiert. Hat es zwar in sich gehabt, ist aber nichts passiert. Okay, ist schon mal ganz interessant zu wissen. Diese Dinge, Krankheiten können in dir vorhanden sein. Syphilis kann in dir drinnen sein und einfach nicht ausbrechen. Ist der Hammer, oder? Früher sind ganze Heerscharen an dieser sogenannten Franzosenkrankheit gestorben. Na, die ist aus Frankreich gekommen. Ich denke, in Frankreich hat sie Sizilianerkrankheit geheißen. Man sagt, die ist von Kolumbus aus der neuen Welt mitgebracht worden. Wer weiß es. Okay, diese Krankheiten sind da, wie die Schlangen und Skorpione für Israel in der Wüste gegenwärtig waren. Aber sie sind nicht unbedingt ausgebrochen. Diese Dinge müssen nicht unbedingt ausbrechen.
Interessiert irgendjemanden, was Auslöser für diese Dinge sein könnten? Da hinten jemand, ich predige für dich heute Morgen, okay? Amen, preis immer. Natürlich. Lasst uns auf einige Auslöser eingehen. Ich weiß nicht, wie viele wir anschauen können werden. Wahrscheinlich alle, die ich will. Wir haben ja Zeit heute, wir machen einfach Feier ein bisschen später. Nee, so schlimm wird es nicht werden. Ich gebe euch die wichtigsten einfach so, die schmeiße ich jetzt einfach mal so raus, ja. Die wichtigsten Auslöser für Krankheiten sind, aus dem Wort Gottes heraus analysiert, Schuld, Kleinglaube und Stress. Gegen alle drei kann man was machen. Und wohlgemerkt, hör mal zu. Ich finde es bedauerlich, dass man aus einer gewissen religiösen, politischen Korrektheit Leuten, die keinen Glauben haben, nicht sagt, dass sie keinen Glauben haben. Ich finde es falsch. Ja, wir haben gebetet, aber die Person ist nicht geheilt worden. Wir können doch jetzt nicht sagen, die hat keinen Glauben. Es muss doch irgendwie an Gott liegen. Es liegt nie an Gott. Okay. Wenn also es so ist, okay, dass du deine Krankheit nicht empfängst und es ist wahrscheinlich aus Kleinglauben, dann ist es keine Verurteilung. Es ist dann nicht so, dass wir sagen, brr, schau mal her, schlimm, schlimm, schlimm. Das ist die falsche, das wäre die falsche Haltung, das wäre eine Pharisäerhaltung. Sondern wir sagen dann, ja gut, es ist halt Kleinglaube jetzt da, was können wir da machen dagegen? Aber wir können nicht einfach die Augen verschließen. Der Doktor, wenn zu dir sagt, ja, oder zu einer Person sagen würde, Mensch, jetzt habe ich die Person mit Krebs diagnostiziert, aber das konnte ich dir ja nicht sagen, dann fühlt sie sich ja nicht mehr gut. Das ist doch auch keine Antwort. Oder? Also ich muss schon irgendwie die Diagnose dann ein bisschen ins Auge schauen. Ich muss dann sagen, ja gut, es ist halt so. Kleinglaube ist halt dann einmal da. Das ist dann keine Verurteilung. Wir verurteilen dich deswegen dann nicht, sondern wir haben dann Barmherzigkeit für dich. Sagen wir jemand Amen. Weil, wenn wir ganz ehrlich, ich habe nicht immer den Glauben, den ich bräuchte, um mein Wunder sofort zu empfangen. Letzten Monat, vor ungefähr einem Monat, vor 3 Wochen oder so, war ich 3 Tage ziemlich neutralisiert. Und habe da ja, Kleenex-Tücher, Schnupftücher da neutralisiert. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, ich bete jetzt. Und es ist dann ja nach 3 Tagen tatsächlich besser geworden. Preis dem Herrn. Hat sich dann ein bisschen hingezogen mit dem wirklich Wegsein. Aber hey, hallo. Wenn ich den Glauben gehabt hätte, hätte ich einmal gebetet, die Salbung Gottes wäre wumms auf mich herabgefallen und es wäre alles gut gewesen. War noch da. Aber es ist nicht passiert, wisst ihr warum? Weil ich den Glauben dazu nicht hatte in dem Moment. Und wenn du mal ehrlich bist, wenn es dich gerade getroffen hat, wenn du gerade rumrotzen tust, ja, und dich abgeschlagen fühlst, dann ist es nicht so, dass irgendwie jetzt der Glaube in dir webt und bebt. Dass du dann vor lauter geistlicher Kraft auf Wolken schwebst oder so. Das ist doch Quatsch, Mann. Dann ist es wieder gut, schau, wenn du weißt, ein für alle Mal, hallo, dass es nicht auf deinen Zustand drauf ankommt, sondern dass Gott auch die Gebete der Schwachen erhört. Sag mal mit mir, Gott erhört auch die Gebete der Schwachen. Frag dich also nie mehr in Zukunft, oh, habe ich genug Glauben? Wie willst du das feststellen? Fühlst du Glauben? Ich habe schon festgestellt, dass ich mich überhaupt nicht gläubig gefühlt habe, aber trotzdem Glauben hatte. Dass meine Knie geschlottert haben vor bestimmten Situationen, in denen ich gerade war, aber ich trotzdem genug Glauben hatte, um das Ganze zu überbrücken. Durchgetragen zu werden durch diese Situation. So, komm weg davon. Es ist nicht wichtig, wie du dich fühlst, sondern es ist wichtig, wie Gott sich fühlt. Und ich sage dir mal eins, Gott fühlt sich gut. Der Herr fühlt sich wie ein Überwinder. Wisst ihr warum? Weil er ist. Und wir sind mitversetzt an himmlische Regionen, wir sind mitversetzt mit Gott, mit Jesus auf seinen Thron. Lass es einsinken, das ist was du unbedingt, was bei dir dämmern muss. Amen. Okay, lass uns jetzt ein bisschen analytisch vorgehen hier, eins nach dem anderen. Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn wir feststellen, dass Adam, nachdem er gesündigt hat, sich nicht mehr so gut gefühlt hat wie vorher. Stimmt's? Seine Welt und die Augen, mit denen er die Welt betrachtet hat, die waren radikal anders. Es hat ihm wirklich viele Probleme gemacht. Armut, Krankheit, Tod sind erst durch den Sündenfall, durch Schuld in die Welt gekommen. Gott hat seitdem alle Hände voll zu tun, um diesen Fluch wieder rückgängig zu machen und zu neutralisieren auf unserem Leben und auf dem Leben der Menschheit. Ich bin froh, dass er nicht
ständig sauer ist, der Herr. Aber wir halten mal fest, die Bibel sagt tatsächlich, die ganze Welt liegt im Argen. Deswegen brauchen wir so Dinge wie Polizei und Militär, Richter und Staatsanwalt. Und es ist problematisch. Okay, das ist das Große und Ganze. Es heißt sogar, dass diejenigen, die nicht mit Jesus gehen, dass die Kinder des Zorns sind. Also über denen können ständig irgendwelche Dinge passieren. Ja? Je bewusster jemand in Rebellion gegen Gott lebt, je mehr und je genauer jemand weiß, was Gottes Wille ist, und je genauer und je deutlicher sich jemand dagegen entscheidet, desto gefährlicher ist es für ihn. Okay, gut. Aber jetzt lasst uns mal eins nach dem anderen anschauen. Im 4. Mose Kapitel 12 sehen wir, dass Miriam und Aaron, speziell aber Miriam, die Schwester von Mose, plötzlich über Mose gelästert hat. Ziemlich abgelästert hat. Der hat eine Frau geheiratet, der Mose. Eine Äthiopierin, das bedeutet eine schwarze Frau, eine Negerin. Und jetzt war eine neue Frau im Lager, also in der Familie. Und jetzt hatte Miriam Angst um ihre Position. Sie war auch Prophetin, sie hatte auch was zu sagen und ihr hat es natürlich sehr gefallen. Den Menschen gefällt es, wenn sie was zu sagen haben. Ja, wenn sie sagen, spring! Und die anderen sagen, wie hoch? Das gefällt den Leuten. Und Miriam wollte das nicht aufgeben. Also was hat sie gemacht? Sie hat sich ein wenig im Gespräch erhöht und den Mose hat sie ordentlich runtergesetzt. Ist Mose vielleicht der einzige Prophet hier? Spricht Gott nicht auch durch mich und durch den Aaron? Wir sehen außerdem viel besser aus. Und so redet sie gegen den. Und was macht der Herr? Der findet es überhaupt nicht super. Der sagt nicht, oh ja, Miriam, du hast ja so recht. Sondern was ganz was anderes passiert. Miriam wird plötzlich krank. Offensichtlich war die Lepra und die Leprabakterien, Viren, was immer das auslöst, waren vorhanden. Waren offensichtlich sogar auf ihr drauf oder in ihr drinnen. Aber diese Krankheit ist nicht an ihr ausgebrochen. Und jetzt fängt sie an, sich selber zu erhöhen und andere klein zu machen. Aus Neid, aus Eigennutz, aus Fleischlichkeit, aus Kleinlichkeit. Sie zieht sich einfach das alte Wesen des alten Adams an, anstatt mit dem Herrn zu gehen. Ja? Und was passiert? Die Krankheit bricht in ihr aus. Sie wird leprakrank. Das 4. Mose Kapitel 12, könnt ihr das genauer anschauen, machen wir heute Morgen nicht. Gott war echt sauer. Und als Mose ankam, derjenige, über den sie gelästert hat, als Mose ankam und für sie gebetet hat, Mose, derjenige, der verlästert wurde, über den geredet wurde, hat für die Lästerer gebetet. Wisst ihr, was Mose nicht geworden ist? Krank. Wir lesen nirgendwo, und Mose fühlte sich heute besonders abgeschlagen und musste im Zelt bleiben. Und Mose lästerte auch ab über Miriam und sagte, nein, ich schaue besser aus und überhaupt. Sondern er hat für die gebetet. Wisst ihr, warum der das gemacht hat? Wisst ihr, warum er das konnte? Weil er wusste, dass Gott hinter ihm steht. Weil er wusste, wenn der Herr mit mir ist, wer ist gehimmig? Wer kann gehimmig sein? Wir müssen es machen wie Mose und für unsere Bedränger beten und nicht wie Miriam, über unsere Leiter lästern oder über unsere Mitchristen, Mitgenossen hier. Mose hat für Miriam gebetet und Gott hat gesagt, hey, in einer Woche bin ich wieder auf sie zu sprechen. Und nach einer Woche hat er sie dann geheilt. Aber es hat gedauert. Okay, was wir also machen ist, wir halten unsere Zunge zurück, damit sie nicht murrt über Leute, die eigentlich alles richtig machen. Ah, danke. Das habe ich schon gedacht. Lasst uns beim Aussatz einen Moment bleiben bei der Lepra. Es gab da einen Mann namens Gehasi. Der war ein nicht besonders inspirierender Mensch, muss man dazu sagen. Aber aus irgendeinem Grund mochte der Prophet Elisa, mochte diesen Gehasi, hat was in ihm gesehen, was ich nicht in ihm sehe. Dieser Gehasi war der Diener von dem Gottesmann Elisa. Der hat also Gott gekannt wie kaum ein anderer zu seiner Zeit. Der hat dem Gottesmann Elisa zugeschaut, wie der gebetet hat und wie der Gebetserhörungen bekommen hat. Und einmal hat er zugeschaut,
Genau genommen war er sogar der Bote. Es war ein aussätziger, ein leprakranker Feldherr aus Syrien, kam zum Propheten und hat gesagt, reinige mich von meinem Aussatz. Und der Prophet ist nicht selber gekommen. Der hat zu dem Gehasi gesagt, geh raus und sag ihm, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen, dann wird's wieder. Naja, dieser syrische Hauptmann hat es gemacht, dieser General aus Syrien, kein Jude, kein Israelit, ein Aramäer. Der hat es also gemacht, der hat sich 7-mal untergetaucht im Jordan, tatsächlich sein Fleisch wieder geworden und er war geheilt von seiner Krankheit. Dann kam er zurück zum Elisa mit Silber, mit Säcken von Silber und Gold, wollte ein Riesenopfer abladen beim Elisa. Der hat aber gesagt, nimm ich nicht, denn er wusste, dieser Mann, der will für seine Heilung bezahlen, ist aber nicht käuflich, ist nicht bezahlbar. Geh wieder heim. Und dann hat dieser Mann gesagt, hey, ich will von nun an nur noch den Gott Israels anbeten. Er hat eine Fuhre Erde mitgenommen und ist seines Weges gezogen. Und der Gehasi, der stand auf dem Hügel und hat ihm nachgeschaut. Und hat sich gedacht, mein Herr Elisa spinnt. Der lässt da die Millionen ziehen. Ja, spinnt denn der total? Und dann schlug die Habsucht und die Geldliebe durch in diesem Elisa, in diesem Gehasi. Und er rannte dem nach, diesem Geheilten. Und hat gesagt, und der, als er sich umgedreht hat, er im Rückspiegel geschaut hat, ja, und gesehen hat, ey, da rennt mal einer nach, hat er gestoppt. Der Gehasi kam an und hat gemeint, schönen Gruß von Elisa. Aber gerade sind überhaupt wirklich bedürftige Bibelschüler gekommen. Und die wollen jetzt Silber und Gold und ein paar Klamotten wollen sie und dies noch und jenes noch und überhaupt und das. Und dieser Nahmann, dieser syrische Hauptmann, der belädt den, ja, mit zentnerweise Geld und Hab und Gut und allem Möglichen. Und dieser Gehasi, der geht heim und überlegt sich schon, was er mit dem geklauten Geld gemacht hat, ja, von dem Gott ausdrücklich nicht wollte, dass er es hat. Oh, von dem kaufe ich mir einen. Ich reiche meine Kündigung ein beim Elisa und gehe und kaufe mir einen Bauernhof oder ach was, Bauernhof, Gutshof kaufe ich. Ach was, ich kaufe ganz Judäa kaufe ich und Samaria obendrauf. Dann werde ich reich. Und dann fahren die ganzen Mädels auf mich ab. Dann kann ich mich in Whirlpool setzen mit denen. Der hat schon gedacht, wie solche Leute halt denken. Aber daraus wurde nichts, weil der Prophet Elisa nämlich schon in der Tür auf ihn gewartet hat, nachdem er das Zeugs versteckt hat. Na, Gehasi, wo warst du denn? Nirgendwo, wieso? Ging nicht mein Herz mit dir und hat gesehen, was du gemacht hast, als der Syrer dir das Geld gegeben hat. Deswegen, wegen deiner Habsucht und deiner Geldliebe, wird der Aussatz Namans an dir haften. Pass mal auf, offensichtlich sind Bakterien und Viren vom Naaman auf den Gehasi übergesprungen, als Gehasi ihm das Wort Gottes mitgeteilt hat. Hallo, an der Tür damals, versteht ihr, vom Prophetenhaus. Hallo Naaman, der Prophet schickt mich, der ist gerade beschäftigt, hat keine Zeit, soll sich im Jordan untertauchen und dann wird dein Fleisch wieder auf Wiederschauen. Und dann ging er wieder. Offenbar war in diesem kurzen Moment der Begegnung es so, dass Viren, Bakterien vom Naaman auf Gehasi übersprangen, aber nichts zum Ausbruch kam. War er noch da? Der war noch völlig gesund. Der war als Bote Gottes unterwegs und war gesund und war geheilt. War alles in Ordnung, war geschützt. Dann aber, als er habsüchtig geworden ist, in dem Moment, als er Geldliebe gebracht hat und in Sünde gefallen ist auf die Art und Weise, ist das, was offensichtlich auf ihm drauf war, ausgebrochen. Der Aussatz Naamans wird an dir haften bis zum Tag deines Todes. Der hat nämlich auch keinerlei Anstrengungen unternommen, sich mit Gott zu versöhnen, der Mann. Der ging und zog davon und hat sich gedacht, was brauche ich Gott, ich habe das Geld. Also hallo, ich habe es lieber andersrum. Ich habe schon ein paar Mal immer wieder von Neuem begonnen, versteht ihr, in meinem Leben. War schon immer wieder mal mit nichts in der Tasche da gestanden. Ich habe jedes Mal immer noch Gott gehabt. Halleluja. Und wisst ihr was? Es ist immer gut ausgegangen. Und es geht in der Zukunft gut aus. Woher weiß ich das? Weil er treu ist. Okay, wir haben also jetzt Neid, Ehrgeiz bei Miriam. Wir haben Habsucht und Geldliebe beim Gehasi. Müssen wir noch ein paar andere Dinge bringen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich schieße einfach so die Pfeile ab und wer sich angesprochen fühlt, der sagt einfach laut, Amen, dann weiß keiner, dass du es bist.
habe wohlgemerkt, hey, ihr Lieben, hört mal zu, ich sage diese Dinge nicht, weil ich so erhaben drüber bin, okay? Oder weil es Spaß macht, Sünden da zu bringen und dich zu sehen, wie du drinnen sitzt. Oh, als ob du gewatscht werden würdest. Nein, wir hocken alle im selben Boot. Du und ich auch. Amen. So, wir besprechen diese Dinge also frei von einem verdammenden Zeigefinger. Du bist doch selber so schlau und ziehst dir das an, wenn es dich trifft. Okay, ich sage das jetzt kurz hier und dann schauen wir uns was lang an. Oder länger. Und zwar Sprüche Kapitel 5, Vers 8 bis 12. Da ist es so, dass der König David, dass dort Worte überliefert sind, die der König David seinem Sohn Salomo übermittelt hat. Und dort sagt er, pass mal auf, Bubi, du bist schön, reich und berühmt als Kind des Königs. Es werden flotte Mädels zu dir kommen und die werden sich dir an den Hals schmeißen. Das ist nicht unbedingt so, weil du der Größte bist, sondern weil du der Sohn vom König bist. Du musst damit umgehen lernen. Lass dich auf die nicht ein. Die versprechen dir alles, machen überall mit, aber das sind allerhöchstwahrscheinlich lose Weiber. Häng dich an die nicht hin. In anderen Worten, treib keine Unzucht. Denn das gefällt dir nämlich sonst so gut. Und er spricht jetzt dann schon über Huren, ja, wird also ganz deutlich und ganz klar. Es gefällt dir so gut, weil die wollen dein Geld und dann machen sie, was du willst, egal was es ist. Es gefällt dir dann so gut, ja, dass du dein ganzes Geld dahin trägst und außerdem, weil du ja nicht der Einzige bist bei der, sondern einer von vielen, steckst du dich bei der an. Ich lese euch das gerne mal vor. Krankheit durch Unzucht. Wisst ihr, die Leute denken, dass sie sich mit Kondomen und so weiter schützen können. Das war schon in den 80er Jahren der Fall, dass der Ronald Reagan, der damalige Präsident von den Vereinigten Staaten, der hat, weil AIDS ausbrach, damals in Amerika, an der Westküste in San Francisco und so weiter, wie es das gibt. Ja, und haben sie festgestellt, ja, das sind allermeistens eben homosexuelle Männer, bei denen das passiert. Aber lass uns doch mal ganz allgemein schauen, was kann man machen gegen sexuelle Ansteckungen? Also Ansteckung von Geschlechtskrankheiten. Dann haben diese ganzen 150 Wissenschaftler, die der Präsident Reagan zusammengerufen hat, einen Arbeitskreis gegründet hat, die sind drauf gekommen, ja, wie gesagt, Kondome helfen. Und dann haben sie dieses Safe-Sex-Programm gestartet. Das heißt jetzt Safer-Sex. Also nicht sicherer Sex, sondern sicherer Sex. Schon ein bisschen in Frage gestellt. Dann kam einem schlauen Christen, der mit unter dieser Gruppe von Wissenschaftlern saß, eine gute Erkenntnis. Der hat gefragt, okay, ihr habt jetzt halt so beschlossen, wir sagen den jungen Leuten, sie sollen Kondome benutzen und überhaupt allen Leuten, ja, die aktiv werden wollen. Wie viele von euch wären bereit, hat dieser Mann gefragt, dieser Christ, mit einer Person geschlechtlich zu verkehren, die HIV-positiv ist, geschützt mit einem Kondom? 150 Wissenschaftler, 149 von den 150. Der 150. war der Fragesteller, versteht ihr? Haben gesagt, ich nicht. Die waren also nicht bereit, ihre eigene Medizin zu nehmen. Okay, für andere war das gut genug. Wenn die so blöd sind, ja, sollen sie doch. Aber sie persönlich, nein, wir machen doch nichts, wir haben viel zu viel Angst vor Geschlechtskrankheiten. Diese Furcht ist durchaus berechtigt. In Sprüche Kapitel 5, na, da heißt es in Vers 8, halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah, sonst gibst du anderen deine Lebensblüte, das heißt das Geld, das du langsam erwirtschaftest, und deine Jahre einem Grausamen, sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen und an deinem mühsam Erworbenen in eines Ausländers Haus. Vers 11, und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden und sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht und wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen. Erst bist du so unbesiegbar, dass du dir denkst, passiert allen, aber mir nicht. Dann stellst du fest, oh ja, jetzt wo du gezeichnet bist, wo du nicht mehr so kannst, wie du willst, ja, jetzt wo du ein Wrack bist körperlich, hätte ich nur. Stütze dich, überhastet in solche Abenteuer, du hast hinterher genug Zeit, es zu bereuen. Okay?
Es gibt noch eine Variation von Unzucht, die heißt Ehebruch. Eine ganz schlimme Sache, die ist dem König David passiert. Und der lief danach, also nach dem Ehebruch mit der Bathseba und dem Mordern hier im Garten, der lief voll neben der Spur. Okay, der war wirklich absolut neben der Kappe. Müssen wir uns mal anschauen kurz. Wir hüpfen nur schnell durch diese Dinge, die sich wirklich lohnen, mal zu lesen. Wisst ihr was? Das ist nicht Vers 58, das ist nicht Psalm 58, sondern Psalm 51. Nachher Psalm 38 ist auch noch wunderbar, aber wir schauen uns das jetzt mal schnell an. Psalm 51. Sei mir gnädig, O Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Hier hat jemand Probleme wegen seiner Sünden. Wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das ist ja schon mal was. Wisst ihr nämlich, wie viele Menschen sind, die sagen, O Herr, sprich zu mir, ich will alles machen, was du sagst. Ich liefere dir mein Leben ganz aus. Und dann sagt, kommt Gott und sagt, ja gut, ich hätte also folgenden Vorschlag. Und in dem Moment stecken die Leute ihre Finger in die Ohren, machen die Augen zu und sagen, la 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 la, ganz laut, sodass sie es wirklich nicht hören. Es kann da jemand einen Aufsatz zum Korrekturlesen geben. Schau mal an, ob der fehlerfrei ist. Kriegst den Aufsatz, fängst an zu lesen, du stellst fest in der ersten Zeile, da ist ein Wort, da ist ein Buchstabe zu viel in dem Wort. Das ist Rechtschreibfehler. Ach, das macht überhaupt nichts, das ist gar nichts, das ist überhaupt nicht wichtig und so weiter. Ja klar, wenn es nicht wichtig ist, schau, warum lese ich das dann überhaupt? Wenn du sowieso nicht tun willst, was der Herr sagt, warum soll er dann überhaupt zu dir reden? Okay. Herr, wasch mich völlig von meiner Schuld, meine Sünde ist stets vor mir. Also wenn du sagst, Herr, was stimmt an meinem Leben im Moment nicht? Herr, ich stehe irgendwie so voll auf dem Schlauch. Dann wird es der Herr dir mitteilen. Du musst nur die Scheuklappen ablegen und es hören. Du musst wahrhaftig werden vor dir selber und dich nicht selber weiß waschen. Okay? Denn der Mensch ist auch so gut, er muss sich selber rechtfertigen. Ja, stimmt schon, aber macht ja jeder. Ja, aber du bist nicht jeder. Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt, getan, was Böses in deinen Augen und so weiter und so fort. Vers 10. Herr, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Also Sünde steckt ihm in den Knochen und er hat weder Freude noch Fröhlichkeit und er fühlt sich abgeschlagen und schlecht. Könnt ihr das aus dem Vers lesen? Herr, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge meine Schuld. Der empfindet, dass Gott weg ist. Herr, erschaffe mir ein neues Herz. Der weiß, der steht auf dem Schlauch. Vers 14. Herr, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Er hat keine Freude in seinem Leben im Moment. Herr, stütze mich mit dem willigen Geist. Offensichtlich hat er sich nicht besonders willig gefühlt, die Sünde aufzuhören. Herr, errett mich von Blutschuld und so weiter. Und dann könnten wir jetzt noch weiterlesen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir lesen jetzt stattdessen Psalm 38. Das steht nämlich auch. Da stehen auch Dinge drin, die wir wissen müssen. Herr, straf mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen, deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Da fühlt sich jemand nicht gut. Warum? Wegen Zorn und Grimm Gottes. Warum? Wegen der Verfehlungen. Herr, nichts heil ist es an meinen Gebeinen, wegen meiner Verfehlungen. Meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last. Sie ist zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Krankheitsanfälligkeit wegen Torheit, wegen Sündhaftigkeit, wegen schlechtem Gewissen. War er noch da? Ich bin gekrümmt, sehr gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Da ist jemand, der depressiv ist. Voll Brand sind meine Lenden, keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Das sind alles die Symptome eines schuldigen Gewissens, meine Damen und Herren. Vor dir ist all mein Begehren und meine Seufzen sind mein Seufzen ist vor dir nicht verborgen. Also
Traurigkeit ohne Ende. Mein Herz pocht. Bluthochdruck. Verlassen hat mich meine Kraft. Energielosigkeit. Das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Jetzt fängt er schon an, schlecht zu sehen. Meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage. Einsamkeit. Getrenntheit von anderen Leuten. Er fühlt sich, als ob er neben der Spur laufen täte. Andere Menschen sind zwar da, aber er sagt sich, wer bist denn du? Die Vertrauten seines Herzens sind ihm nicht mehr vertraut. Die nach meinem Leben trachten, legen Schlingen, die mein Unglück suchen, die reden vom Verderben. Jetzt hat er auch noch Paranoia. Jetzt hat er Verfolgungsängste. Er empfindet jede Sünde ihm her. Menschen mit schlechtem Gewissen haben diesen Blick. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein flüchtiger Dieb oder sonst einer? Schaut immer so. Aber ich bin wie ein Tauber, ich höre nicht, bin wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufmacht, wie ein Mundmann, der nicht hört. Der hört es zwar, aber es sind keine Entgegnungen in mir, keine Schlagfertigkeit, nichts. Mentale Taubheit, Dumpfheit im Hirn. Warum? Wegen seines schlechten Gewissens. Herr, auf dich harre ich, immerhin schon mal was. Lasse sich nicht über mich freuen, beim Wanken meines Fußes groß tun gegen mich. Ich bin nah am Straucheln, aber jetzt schau, ich bekenne meine Schuld, ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung und so weiter. Verlass mich nicht, Herr, eil zu meiner Hilfe, Herr, meine Rettung. Es ist hier jemand, dem es dämmert. Mensch, hey, die Sache mit der Bathseba war nicht so gut. Ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Der fühlt sich krank, depressiv, abgeschlagen, matt. Alle diese Symptome sind vorhanden bei ihm. Warum? Wegen eines schlechten Gewissens. Du sagst, ja, diese Symptome sind bei mir auch da. Wie heißt deine Bathseba? Muss ja nicht einmal unbedingt eine Frau sein. Kann irgendeine andere Sünde sein, die dir ganz klar auf dem Herzen lastet. Vielleicht ja, ist es ja so, dass du die wegrationalisiert hast. Ja, ich muss den David ja verfolgen, weil der ist ja gegen mich. Der ist ja der Gesalbte des Herrn und Gott hat mich als König verworfen. Ich muss den ja irgendwie, verstehe? Ist doch ganz logisch, stimmt's? Muss den Herrn um Wahrhaftigkeit bitten, um eine echte innere Erneuerung, an eine Buße, dass du innerlich aufwachst und bereit bist, ja, deine Sünden dir vergeben zu lassen. Lass uns jetzt mal zum Jakobus Kapitel 5 gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich angefangen habe. Wahrscheinlich 20 nach 11. Super, habe ich noch eine halbe Stunde. Jakobus Kapitel... Nein, also wenn ich merke, dämmert weg. Ja, so, ihr Kopf klappt nach hinten, Mund hängt auf. Leise Schnarchgeräusche werden hörbar, dann weiß ich. Das war jetzt Absicht. Dieses Schnarchen da drüben. Sag jetzt nicht, das war keine Absicht. Nein, Quatsch jetzt. Jakobus Kapitel 5. Vers 13. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Was nicht sein sollte, aber es kann ja sein. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, das ist in den allermeisten Fällen der Pastor bzw. Mitarbeiter. Er rufe die Ältesten zu sich, da heißt es nicht, er liege im Bett und warte darauf, dass irgendwie durch Gedankenlesen die Ältesten herausfinden, dass er jetzt gerade Besuch braucht. Sondern da steht, der Kranke soll sich rühren. Danke für das donnernde Amen da hinten, für das Amen in der Wüste. Ich lese hier mal weiter. Und Vers 14, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und schaut, was gleich sofort danach kommt, was sofort auf dem Gebet des Glaubens auf dem Fuß folgt. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Gott spricht hier dem Suchenden Vergebung zu. Sag mal, preis dem Herrn. Da heißt es nicht möglicherweise, eventuell vielleicht,
wird der Herr dem vergeben, sondern hey, nein, es liegt wirklich auf dem Geschenkteller. Du wirst Vergebung bekommen. Okay, wie gehen wir da vor? Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden. Schau, das Problem ist bei den allermeisten Menschen, dass sie nicht mit ihren Sünden konfrontiert werden wollen. Lieber leiden sie, als bestimmte Aspekte in ihrem Leben zu korrigieren. Und dann kannst du mit ihnen nicht reden. Ich kenne einige Leute, muss ich wirklich sagen, die Probleme haben, denen ich helfen könnte. Aber ich kann nicht, weil die nicht empfänglich sind. Wenn du die Medizin nicht nehmen willst, verstehst du, dann hat es keinen Wert. Und das musst du schauen. Du merkst schon, wenn jemand offen ist im Gespräch. Da heißt es ausdrücklich, bekennt einander die Sünden. In anderen Worten, redet mal über das, was euch belastet. Und es kann gut sein, dass wenn du mit einer Sünde konfrontiert wirst, dass du erst mal sagst, wer denkst nur, dass du bist. Aber vielleicht dämmert es dir ja dann doch. Und dann sagst du, ja, könnte sein. Und dann bist du schon mal auf dem Weg der Besserung. Du musst also bereit sein, bestimmte Gesinnungen, sündhafte Gesinnungen, die als solche erkannt werden, bleiben zu lassen. Du kannst zum Beispiel nicht mehr neidisch und eifersüchtig sein. Du musst dem Herrn deine Geldliebe bringen, wenn du welche hast. Ja? Oder Ehebruch und Unzucht, diese Dinge. Musst du auch von Herrn bringen und anlassen. Es gibt noch andere Dinge, die wir wann anders da anschauen müssen. Da habe ich heute Morgen nicht mehr die Zeit dazu. Ich sehe schon, wir machen nächste Woche mit dem Thema noch einmal ein wenig weiter. Aber das schließen wir heute ab hier. Es ist notwendig, dass wenn wir tatsächlich ernsthaft geheilt werden wollen, wir zum Kern vordringen müssen und uns ändern wollen müssen. Es kann gut sein, dass, wenn wir das nicht wollen, der Herr dem Verderber erlaubt, auf uns zuzugreifen mit einer Krankheit. Wumms. Und wir dann drin hängen, bis wir Buße getan haben. Denk da gerade an einen Nachbarn, der war jetzt kein Christ. Wir hatten viele Jahre mal einen Nachbarn an einem anderen Ort als dort, wo wir jetzt wohnen. Schon wieder lang her. Der war ein netter Mann, wahrscheinlich. Man wusste das nie so ganz genau, weil der immer blau war. Also nicht stockbesoffen, aber knapp am Lallen, okay? Und hat gequalmt wie ein Schlot. Das war natürlich nicht gut für ihn. Und wenn du ihm durch die Blume zu verstehen gegeben hast, ja, wenn du den Rasen gemäht hast oder im Garten gegraben hast oder die Hecke geschnitten hast oder sonst was, na, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn er sich ein wenig mäßigt oder so, weil er ist ja nicht gesund. Ah, alles Blödsinn, ihm geht's doch prima. Sein Opa ist 95 geworden, ja, er hat gequalmt wie ein Schlot. Mach ich auch. Dann hat er tatsächlich Kehlkopfkrebs bekommen. Und war ziemlich gezeichnet für eine Zeit. Und ich sage euch, der hat dermaßen blitzschnell aufgehört zu rauchen und zu trinken, den hat man von Stund an nur noch nüchtern mitbekommen. Der war ein völlig anderer Mensch. Der war ein völlig anderer Mensch äußerlich, nämlich so richtig wie ein Schilfrohr im Wind, ja, so dünn, aber gesund, wieder fit, unverwüstlich, hat es gepackt. Der hat nicht mehr geraucht und nicht mehr getrunken. Es wäre doch echt blöd, wenn es dir genauso gehen müsste, bevor du ein Einsehen hast. Ja, wenn der Herr dich konfrontiert mit bestimmten Sünden. Okay. Bekennt nun einander die Sünden. Lass dich auf ein Gespräch ein mit einer Person deines Vertrauens, von der du weißt, sie ist in der Lage, dir ins Gesicht die Wahrheit zu sagen. Wir müssen Menschen haben. Jeder von uns braucht jemanden in seinem Leben, der ihm die Wahrheit sagen darf. Wenn du niemanden hast, der dir die Wahrheit sagt, dann lebst du vielleicht in einer Blase drinnen mit deinen Sünden und deinen Krankheiten und fragst dich, was noch los ist. Das ist nicht Gottes Wille. Bekennt nun einander die Vergehungen, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Durch diese Gespräche kommt man auf eine Lösung, dann betet man füreinander und dann tritt Heilung ein. Es kann also gut sein, dass man erst seine Sünden bekennen muss, Gebet empfangen muss, zum Frieden kommen muss, da hat Bekennen und so im altmodischen Sinn durchaus seine Berechtigung und dann wirst du geheilt. Kann also sein, dass man nicht nur einfach dir die Hand auflegen muss, sondern ist gut, sondern dass man mit dir ein bisschen reden muss. Das musst du wissen, ob du das willst und was da richtig ist für dich. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der hat sich auch wie der letzte Loser gefühlt, ihr wisst es.
Und er betete inständig. Das heißt, er betete mit Gebet. Er hat es ernst gemeint. Er hat sich auf die Gnade Gottes geworfen. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht. 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor, aufgrund des Gebetes einer Person, die sich nicht wie ein Überwinder gefühlt hat, sondern einfach nur geglaubt hat, dass der Herr trotzdem gut ist. Wer Ohren hat zu hören, der möge das hören. Es gibt noch einige wichtige Punkte, die wir unbedingt ansprechen müssen, die offen auf der Hand liegen eigentlich, wenn man es einmal gehört hat. Aber das machen wir nächste Woche. Für heute bin ich definitiv fertig mit meiner Botschaft. Nimm sie dir zu Herzen, wenn sie dich betrifft. Amen.